Hallo zusammen. Ich möchte euch heute mein Geburtstagsgeschenk vorführen. Ja, was heißt vorführen schon, aber erstmal zusammenbauen. Und zwar habe ich zum Geburtstag ein Vitascope bekommen. Das heißt, es ist ein Filmprojektor im 35 mm Format, der manuell betrieben wird. Na, so wie zu den Anfangszeiten. Ihr wisst schon, was ich meine. Bedienungsanleitung. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Na komm, Blatt 2 und 3, damit man wenigstens mal sieht, wie die Struktur ist. Ihr kennt das bestimmt von den anderen Dingern, die ich euch schon vorgeführt habe. So ist die Bedienungsanleitung zu verstehen. Dazu gibt es zwei Schleifmedien. Hier eine 300er oder so. Oder 400 und das sind 240er. Ein Wachsstift, Endhülsen, Transportrolle, eine Linse. Ich nehme an, diese Plastikteile, die durchsichtig sind, sind auch für den Transport des Films verantwortlich. Ein paar Metallstangen, Schraubendreher und den witzigen Motor. Der wird manuell betrieben und macht dann Licht und bringt dann den Film zum Anschauen auf die Leinwand oder auf die Wand oder wo man das vorhin meint. Aber das werden wir nachher sehen. Und der Clou, ein Streifen 35 mm Film. Das Ganze ist natürlich wie bei diesen Bausätzen üblich. Lasergestanzte Platten, Holz. Das sind hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Bauen wir zusammen. Zusammen? Bauen wir zusammen zusammen. Also ich baue und ihr schaut zu. So. Und dann, wenn das Ding fertig ist, dann machen wir eine Vorführung. Also bleibt dran. We'll be right back.
So, wie ihr gesehen habt, es funktioniert sogar ein kleiner Film, der dabei lag. Und ich möchte euch nochmal dieses kleine Schmuckstück nochmal von nahem zeigen. So sieht das Ding aus. Hier ist der 35mm Film drauf. Das sind die Spulrollen. Wenn man hier aufmacht, so, dann kann man hier so ein bisschen ins Innere schauen. So. Kann man sich den ganzen Bausatz ansehen. Da. Hier ist die Handkurbel. Hier vorne ist das Objektiv. Kann man sie ja verstellen. Ja, das mal hier so. So, da. Da ist die Linse drin. Natürlich eine ganz einfache Linse, das ist nicht besonders. Aber ist ganz niedlich. So, meine Freunde. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis später.